Und jetzt kommt etwas Besonderes. Wir begeben uns auf eine Zeitreise in die Geschichte des Fernsehens und damit auf eine Zeitreise in die Geschichte des Hessischen Rundfunks. Es geht zurück in die Zeit, als es noch die Fernsehansage gab. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Abendprogramm des Ersten Deutschen Fernsehens. Sehen Sie nun eine weitere Folge unserer Reihe Ein Platz für Tiere. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit Professor Bernhard Grzimek. Wir wünschen gute Unterhaltung. Guten Abend, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ein Platz für Tiere. Heute habe ich Ihnen selbstverständlich auch wieder ein Exemplar eines exotischen hessischen Tieres mit ins Studio gebracht. Es handelt sich um den kleinen, scheuen, knuddeligen, allseits beliebten, aber leider auch akut vom Aussterben bedrohten Mettigel. Lateinisch Igelus Hactus Zwiebelensis aus der Familie der schön geschredderten Schweinebacken. Das Igelchen ist schnuckelig, das Igelchen ist nett und macht den Baba huschelig, dann ist es meist aus Mett. Der gemeine Mettigel, meine sehr verehrten Damen und Herren, besteht im Wesentlichen aus gehacktem rohen Schwein, viel Fett und wenig Hirn, was häufig zu Verwechslungen mit real existierenden Politikerinnen und Politikern führt. Seit einigen Jahren beobachten Tierbeobachter einen eklatanten Rückgang der hessischen Mettigel-Populationen. Dürften wir in den frühen 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts noch ganze Hackfleischherden in freier Laufbahn erleben, wurden bereits in den 70ern mit dem Aufkommen der sogenannten mittelrheinischen Mettplauze große Mettigel-Bestände für immer vernichtet. Gerade in der Nähe großstädtischer Sternerestaurants gilt der Mettigel mittlerweile als ausgerottet. Zwar wurden am Rande des Odenwalds noch gelegentlich in den letzten Jahren Spuren kleinerer Rudel entdeckt, das blieb jedoch stets die Ausnahme. Der mutige Mettigel befindet sich in einem permanenten Überlebenskampf mit dem uns allen bekannten schluckenden Schluckspecht, dem lüsternen Lustmolch und der hibbelischen Hamsterbacke. Zu seinen Jagdrevieren zählt nachweislich also nicht die gehobene Gastronomie, sondern vielmehr das einfache, aber doch bescheidene, gewöhnliche Schnitzchenbuffet. Dort in unmittelbarer Gesellschaft mit kleinen Gürkchen, fettigem Kartoffelsalat, Maiskölbchen, Kaviarersatz und geviertelten Eisstückchen fühlt er sich geborgen und wartet geduldig auf seine Opferbeute. Dabei erweist sich der Mettigel als nicht besonders wählerischer Jäger. Ohne Ansehen von sozialem Status lässt er sich quasi von jedem vernaschen, vom gewöhnlichen Schluckspecht über die gemeine Sachsehäuser Ebbelwollschnut
bis hin zum minder bemittelten AfD-Bundestagsabgeordneten. Der sogenannten Hackfresse. Besonders beliebt ist unser bezwiebelter Freund bei dem ansonsten genügsamen hessischen Schoppepetzer, auch bekannt als Suffkopf, Schnodedunker oder Alt-Brepump, aus der Familie der hessische Messerstecher und Schlappe Jammer Labbe. Der hessische Schoppepetzer besticht eigentlich eher durch seine Schlichtheit im Denken, Ausdruck und Federkleid. Lediglich in der fünften Jahreszeit wirft er sich gerne mal ein buntes Mäntelchen über seinen ansonsten bescheidenen Körper und signalisiert seine Paarungsbereitschaft mit dem bei einem rein hessischen Mumbacher entliehenen Brunftgesang. Ui, 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 ui. Au, au, au. Der hessische Schoppepetzer ernährt sich überwiegend von flüssiger Nahrung, leckeren Schweinereien und rohem Fleisch. Auch hier steht also unser Mettegel in direkter Konkurrenz zum Blut- und Leberwäsche. Hülsefrucht zum Abendbrot macht in der Nacht die Micke tot. Das Revier des Schoppepetzers erstreckt sich von gemütlichen Äppelwollkneipe bis hin zu dunklen Eckspelunken, wo auch schon mal gerne sein besonderer Humor zum Ausdruck kommt. Hier, was steht im Schlafzimmer eines Metzgers neben dem Bett? Ein Schlachttischlämmchen. Lassen Sie mich an dieser Stelle, meine Damen und Herren, darauf hinweisen, dass bei der Verköstigung des Mettegels stets darauf zu achten ist, dass dieser oral zuzuführen ist. Erste Versuche mit intravenöser Verabreichung wurden aufgrund hoher Verluste bei den Probanden wieder eingestellt und gelten als gescheitert. Auch das Mettzäpfchen konnte sich nicht durchsetzen. Der Edelus Hactus eignet sich auch hervorragend als possierliches Haustierchen. Er gilt nach einer geringen Eingewöhnungszeit als durchaus zutraulich, sozialverträglich und ausgesprochen pflegeleicht. So kann das Mettegelchen zum treuen Freund und Spielkameraden ihres Nachwuchses werden. Bei guter Pflege und gewissen Abstrichen im Hygienebereich schafft er das möglicherweise bis weit ins Grundschulalter hinein. Mett macht aus dem Bobbelsche ratzfatz ein dickes Mobbelsche. An Alternativmodellen für fleischlos lebende Familien wird bereits gearbeitet, wobei durchaus berücksichtigt wird, dass Vegetarier normalerweise gar keine Nachkommen haben. Vegetarier haben bekanntlich Sprösslinge.
auch in Gefangenschaft sollte immer ein besonderes Augenmerk auf die artgerechte Haltung des Mettigels gelegt werden. Halten Sie Ihren mopsigen Sympathieträger stets mit etwas Salz und Pfeffer und reichlich gehackten Zwiebeln. Achten Sie auf die ausreichende Versorgung, vorzugsweise mit Weizenbrötchen. Und bedenken Sie, dass von unserem kleinen Schleckermäulchen auch die Nähe zu einem frisch gezapften Bier selten verschmäht wird. Lediglich zu Vegetariern hält der scheue und zurückhaltende Bursche meistens eine Armlänge Abstand, gilt doch der Tofu als der natürliche Feind des Mettigels. Die Fortpflanzung gibt der Wissenschaft bis heute immer noch die größten Rätsel auf, auch wenn es nachweislich eindeutig weibliche Mettigel gibt, die sogenannte Crystal Met. So gilt der gewöhnliche Igelus ractus nach einer geringen Reifezeit von 3 bis 4 Tagen bereits als geschlechtsreif. Doch verändert der überwiegend nachtaktive Mettigel bereits nach wenigen Stunden intensiver Sonneneinstrahlung Geruch, Ausdünstung und Farbe. Nach dem bekannten Motto, riech ich dein Aroma, liege ich gleich im Koma. In Abhängigkeit zur Außentemperatur erfolgt ein Farbwechsel vom zarten Schweinchenrosa hin zu einem dezenten Leberwurstgrau. Und nach einer weiteren Inkubationszeit von ca. 1 bis 3 Tagen kann dann ein erneuter Farbwechsel festgestellt werden. Er verliert sein ansonsten anmutend, appetitanregend wirkendes Unterfell und legt sich stattdessen ein grünlich gefärbtes Kleidchen zu, das sich den pelzigen Eindruck eines leichten Winterfells nicht erwehren kann. Die in diesem Stadium erfolgte Einstufung als Massenvernichtungswaffe und der gelegentliche Einsatz als Kampfmittelräumdienstes waren der weiteren wissenschaftlichen Forschung nicht dienlich. Vermutlich findet die finale Fortpflanzung als einfache Zellteilung statt. Liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer, helfen Sie bitte mit, dieses sympathische und nützliche Wesen zu retten, bevor es von diesem Planeten für immer verschwunden ist. Wir bieten im HR-Shop eine ganze Reihe nützlicher Accessoires, mit der Sie den Fortbestand dieser seltenen Rasse sichern können, zum Beispiel mit dem Kauf eines einzigen Mett-Duftbäumchens, können Sie den Fortbestand des Mettigels um einen weiteren Tag sichern. Oder werden Sie Mitglied im Mettigel-Förderverein. Bei dir hackt's. Hacke-Peter darf nicht sterben unter der Schirmherrschaft von Rainer Kallmund. Meine sehr verehrten Zuschauer, ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, ein Platz für Tiere, die Bärchenwurst, das unbekannte Wesen. Guten Abend.
Wir kennen ihn als Goethe, wir kennen ihn als Sepp Blatter. Im letzten Jahr haben wir ihn als Donald Trump erlebt, aber auch als Professor Bernard Jimek ist er einfach tierisch gut. Ein Platz für Leber haben wir immer. Jürgen Leber! Und der Schoppepetzer ist Jörg Werner!